sort of weird flex. Oh, so Kalalea, komm ran. Das ist ein Feini, ne? Das ist fein und bleibt. Der Wagen steht übrigens käuflich zu erwerben. Ich habe ihn euch in der Beschreibung verlinkt. Gute Wagen, kannst du mir vertrauen. Ich glaube wirklich, dass meine Nachbarn sich mittlerweile fragen, mit welchem V8 wird der Typ uns heute wieder wecken. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass das Ding hinten Sub drin hat, Alter? Das Ding, der killt alles, Junge. Nicht nur Spaß, ne? Mit Kalalea an Bord immer ein bisschen leise. Irgendwie muss ich hier heute in Schwung kommen, Mann. Ich kann keinen Kaffee mehr trinken. Boah, die Sonne hat ja richtig Kraft, muss ich sagen, an der Stelle. Herzlich willkommen zu einem weiteren Montags-Scheiß-Update-Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder in der absoluten Stressversion. Für mich geht es heute in den Ruhrpott. Zumindest denke ich, dass das der Ruhrpott ist. Ich habe mich noch nicht ganz genau beschäftigt, aber es ist da der Westen, ne? Da mal schauen. Ja, was ich da vorhabe, einerseits ein Auto besichtigen, muss ich mal gucken, ob ich da spontan noch einen Besichtigungstermin bekomme. Und zum Zweiten gebe ich den CL ab. Der Breitbau kommt nämlich, bekommt Ambientebeleuchtung. Da werden wahrscheinlich auch noch Videos zu folgen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das endlich mal geklappt hat und bin sehr gespannt, ob ich da nicht Probleme bekomme mit der Polizei. Weil ich könnte mir vorstellen, ja, ich habe da so Köln und sowas, die Ecke, nichts Gutes gehört, um ehrlich zu sein, über die Polizei, wenn man da mit so einem lauten, auffälligen Geschoss rumrollt. Dementsprechend heute nicht in der Halle, sondern tatsächlich bei meinen Eltern wieder auf dem Hof. CL hat jetzt vergangene Woche neue Radschrauben bekommen. Da habe ich nämlich tatsächlich festgestellt, dass das die falschen Radschrauben waren. Ich habe da erstmal dann wieder die falschen bestellt. Dann habe ich nochmal probiert, ob Kegel nicht passt. Das ist wirklich also ein absoluter Albtraum. Jetzt sollte zumindest auf der Hinterachse alles passen, Vorderachse muss ich gleich mal zu Mattis und auch nochmal neue kaufen. Ich hatte nämlich tatsächlich in der Länge nur welche für die Hinterachse. Aber das sieht alles sehr gut aus. Die haben sich jetzt auch nicht gelöst. Ich habe nach 50 Kilometern nochmal nachgezogen. Das ist auf jeden Fall eine sehr top Sache. Ich hatte ja letztes Mal schon angekündigt mit schwarzem Dachhimmel, dies, das, Ananas. Das steht auch alles aktuell noch. Ich habe aber leider kein Schlachterfahrzeug gefunden. Deswegen muss ich mal schauen, was ich da jetzt mache. Ich werde den Fimmel aber definitiv nicht selber einfärben und nicht selber mit Alcantara beziehen. Also um den Videotitel auf jeden Fall einmal vorwegzunehmen. Geil! Hammer! Hätte ich auch gerne. Habe ich auch irgendwann bald nichts. Sag dir. Hagen hat sich den Wagen nicht gekauft. Also das hat mich, ey, ich glaube, ich habe noch nie so viele DMs bekommen, von wegen, warum ich den Prior an Hagen verkauft habe und was ist los mit dir und sonst was. Nein, der Wagen ist in meinem Besitz. Es ist auch kein Verkaufsgespräch mit Hagen. Es ist alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich werde weiter an diesem Wagen schrauben. Der wird auch sehr, sehr lange Zeit noch in meinem Fuhrpark bleiben, auf jeden Fall. Da kommen wir von den schönen Dingen des Lebens zu den noch schöneren Dingen des Lebens. Heute mal kein V8 Straightpipe-Gespräch, sondern ich muss euch wieder nerven mit dem Elektromüll, weil es ist ja wirklich zu wild. Ich habe das Ding inseriert. Das ist mein Tesla Model 3 Performance. 6 Monate alt, beziehungsweise aktuell sind es sogar 7 Monate. Der Wagen hat gerade mal 8000 Kilometer gelaufen. Muss hier ein bisschen gucken, dass ich nur den Wagen filme und nicht die gesamte Nachbarschaft, weil irgendwie habe ich den Schlüssel von dem Wagen verlegt. Lost. Und meine Handysteuerung funktioniert nicht mehr, weil ich alles zurückgesetzt habe. Denn der Wagen ist tatsächlich verkauft, Freunde. Ich habe den vor 7 Monaten bei Tesla erworben, habe mir dafür eine Finanzierung gezogen, habe dann die Finanzierung aufgelöst, habe den Wagen rausgezogen, Umweltprämie 6000 Euro kassiert, das Ding inseriert auf eBay Kleinanzeigen und es hat wirklich, ich mache keinen Spaß, es hat keine 5 Minuten gedauert. Da hat jemand zu meinem Traumpreis das Ding direkt gekauft, hat mir direkt, also wir haben kurz telefoniert, hat direkt einen Ankaufsvertrag geschickt, richtig heftig. Und hat den tatsächlich für meinen Traumpreis von, haltet euch fest, 58.000 Euro gekauft. Das heißt, Umweltprämie mit einberechnet habe ich einfach an diesem Fahrzeug 10.000 Euro Gewinn gemacht. Also, dass Elektromobilität mich nochmal so nach vorne, hätte ich wirklich nicht gedacht. Allerdings gibt es natürlich an der ganzen Sache einen Haken. Das Ganze ist jetzt eine Woche her. Ich habe den Ankaufsvertrag unterschrieben. Ich habe dem eine Rechnung ausgestellt, weil er die Mehrwertsteuer ausgewiesen haben wollte. Auf das Fahrzeug läuft ja Mehrwertsteuer, weil es mein Firmenwagen war. Es war Gewerbe zu Gewerbe, alles easy. Ich ihm den ganzen Scheiß unterschrieben, zurückgeschickt. Und ich habe ihn dann darauf hingewiesen, auch auf der Rechnung und dann selber nochmal in der E-Mail. Das Fahrzeug soll durch eine Spedition hier abgeholt werden, weil der nach Bayern geht.
Dann habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen auf Verrechnung und auch per E-Mail, dass ich das Fahrzeug natürlich keiner Spedition übergeben werde, solange der vollständige Kaufpreis nicht entrichtet wurde. Er möchte das ganz gerne überweisen und jetzt ist eine Woche rum und wer hätte es gedacht, ich habe kein Geld bekommen bisher. So, jetzt würde Eiko schon wieder direkt, oh nee, wurde ich betrogen und oh, Trauron und sowas. Habe ich da aber nochmal angerufen und meinte er, ja, dies, das, Ananas, die Spedition, soweit der Speditionstermin feststeht, wird das Geld überwiesen, muss ich mir keinen Kopf machen. Das ist auch tatsächlich eine seriöse Firma, die man googeln kann, also nicht so wie bei Eiko irgendwo ganz fragwürdig da irgendwo in Großbritannien. Ja, dann kam es aber, dann wollte er tatsächlich, dass ich meinen Ausweis ihm schicke. Und da bin ich ja sehr empfindlich, muss ich sagen, an der Stelle, meinen Ausweis irgendwelchen eBay-Kleinanzeigenverkäufern per E-Mail zu schicken. Habe ich einmal kurz mit Enrico geschnackt, ob das so gang und gäbe ist. Das ist tatsächlich unter Geschäftsleuten gar nicht gang und gäbe, dass man von dem anderen den Ausweis einfordert. Das habe ich dann kurz mit dem auch am Telefon geklärt, war dann für ihn auch soweit kein Problem. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das jetzt alles wirklich diese Woche so vonstatten geht, wie ich mir das vorstelle, oder ob ich da irgendeiner Masche auf den Leim gegangen bin. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, relativ gutes Gefühl, dass das Ganze was wird. Auch wenn ich es sehr krass fand, wie schnell das Fahrzeug dann wirklich zu diesem Preis weggegangen ist und auch ohne Handeln, ohne alle, einfach nur online sich die Bilder angeguckt. Man muss aber auch dazu sagen, der Wagen hat halt keinen einzigen Mangel. Der hat keinen einzigen Steinschlag, nichts. Er ist wirklich im Neuwagenzustand. Jetzt könnte man ja sagen, herzlichen Glückwunsch, Maximilian, hast das Ding jetzt endlich losgeworden. Was kommt denn jetzt als nächstes? Und da muss ich euch leider noch ein bisschen auf die lange Bank spannen, sage ich mal. Also selbst wenn das Geld jetzt heute überwiesen werden würde, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass das alles irgendwie in den nächsten Tagen mal seinen Gang nimmt, habe ich ein kleines Problem aktuell tatsächlich mal wieder mit dem Ordnungsamt. Da leider die Gewerbeanmeldung verlegt. Ja, habe dann natürlich auch schon probiert, da irgendwie hinterher zu sein, dass man mir sowas mal schickt. Auf jeden Fall wieder sehr abenteuerliche Gespräche gehabt. Ich brauche nämlich eine Zweitschrift für eine neue Fahrzeugfinanzierung. Habe dann da angerufen und dann hieß es erst, ja, der Kollege ist nicht da. Dann habe ich mich nach der Vertretung durchgefragt, dann die Vertretung am Telefon, dann hieß es auf einmal, wir haben heute gar nicht geöffnet. Fand ich auch ziemlich geil, auf dem Montag nicht geöffnet. Ja, wir können keine Zweitschrift per E-Mail schicken, wir brauchen ja die Gebühren. Dann habe ich gefragt, okay, kann ich dann persönlich rumkommen und die Gebühr entrichten? Ja, nee, dann erst wieder, wenn der Kollege da ist, weil sie selber hat ja gar keinen Zugriff auf die IT, um meine Gewerbeanmeldung aus dem System zu ziehen. Ich verstehe es, also wirklich, was ist das für ein Wahnsinn. Also jetzt ist es allen Ernstes so, oh Gott, schön Polizei vorbeigefahren. Jetzt ist es allen Ernstes so, dass sich meine gesamte, quasi auch meine Geschäfte jetzt erstmal stehen quasi. Na gut, Freunde, ich will euch und mich vor allen Dingen auch gar nicht lange aufhalten, denn ich muss jetzt wirklich los in den Ruhrpott, beziehungsweise erstmal noch zu Mattis die richtigen Radschrauben besorgen, die da auf dem Parkplatz wechseln. Das könnte auch ziemlich atzig werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen recht schönen Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern, haut rein, ciao.